Werden die Niederlande in wenigen Jahrzehnten untergehen? Circa zwei Drittel der Landesfläche sind akut von Hochwasser gefährdet. Ein Drittel liegt dabei sogar unter dem Meeresspiegel. Es gab dort schon immer Überflutungen und Hochwasser. Durch den starken Anstieg des Meeresspiegels als Folge des Klimawandels werden diese Ereignisse aber immer stärker. Die Niederländer haben dabei zwar ein innovatives System aus Deichen, Pumpen, Schleusen und Entwässerungsgräben errichtet, aber wie lange kann das Meer noch aufhalten? Wir schauen uns heute deshalb an, wie hoch die Gefahr ist, dass die Niederlande in der Zukunft tatsächlich zu einem großen Teil verschwinden könnte. Nicht nur bei Hochwasser, sondern auch für den normalen Alltag ist es wichtig, sich ausreichend mit seinen Versicherungen auseinanderzusetzen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es oft ein langwieriger und oft aufgeschobener Prozess ist. Welche Versicherungen brauche ich wirklich und welche kann ich eher vernachlässigen? Doch genau hier hilft einem Clark, der Sponsor des heutigen Videos. Clark ist dein digitaler Versicherungsmanager. Die kostenlose Clark-App, die in Deutschland und Österreich erhältlich ist, ermöglicht einem dabei einen schnellen Überblick über alle Verträge und unterstützt einen bei wichtigen Versicherungsfragen. Ich persönlich finde Clark sehr gut, da man dort alles, was mit dem Thema Versicherungen zu tun hat, an einem Ort managen kann und es dort einen zentralen Ansprechpartner für verschiedene Anliegen wie Schadensmeldungen, Kontowechsel, Tarifänderungen und auch alle weiteren Rückfragen gibt. Zudem hilft einem der Bedarfscheck herauszufinden, welche Versicherungen man wirklich braucht und durch die integrierten Push-Nachrichten verpasst man keine wichtigen Kündigungsfristen mehr. Über den Link in der Beschreibung und mit dem Code CLEVER könnt ihr euch Best-Choice-Gutscheine im Gesamtwert von insgesamt 45 Euro sichern. Dafür müsst ihr euch die App herunterladen und drei bestehende Versicherungen hochladen. Der Kampf gegen das Wasser hat eine lange Tradition in den Niederlanden. Der griechische Geograf Pytheas notierte bereits 325 vor Christus, dass dort im Kampf gegen das Wasser mehr Menschen sterben als im Kampf gegen die Menschen. Die Einwohner wurden dabei vor allem von den vom Meer abgelagerten Lehmböden angezogen, da diese viel fruchtbarer waren als die Böden im Landesinneren. Und so begannen die Menschen damals schon mit der Errichtung von ersten kleinen Deichen. Die Deiche wuchsen über die Zeit und sie wurden immer weiter Richtung Meer verlegt, um mehr fruchtbare Böden nutzbar zu machen. Trotzdem kam es immer wieder zu dramatischen Sturmfluten und Überschwemmungen, die immer wieder viel Land und viele Menschenleben forderten. Dabei hatten die Überschwemmungen auch einen militärischen Nutzen für die Niederlande. So wurden in verschiedensten Kriegen immer wieder großflächige Gebiete absichtlich mit Wasser überschwemmt, um ein Vorankommen der Feinde zu erschweren und Verteidigungslinien zu errichten. Die Einwohner der Niederlande sind es also bereits seit Jahrhunderten gewohnt, in Einklang mit den Fluten und Überschwemmungen zu leben. Besonders seit der großen Flutkatastrophe von 1953, bei der fast 2000 Niederländer starben und die Nordsee teilweise auf über 5 Meter anstieg, entstanden dabei immer modernere Systeme zur Meeresüberwachung und zum Schutz vor Fluten. Trotzdem stellt der Anstieg des Meeresspiegels als Folge des Klimawandels das Land vor nie dagewesene Herausforderungen. So könnte schon bei 2 Grad Erderwärmung der Meeresspiegel drastisch ansteigen. Und es ist ja höchst unsicher, ob das 2 Grad Ziel überhaupt erreicht wird oder ob die Erde sich noch weiter erwärmen wird. Zudem gibt es gewisse Kipppunkte, bei deren Erreichen eine Kettenreaktion ausgelöst wird und alles nochmal beschleunigt wird. So prognostiziert der Klimarat, das IPCC, dass wenn die Emissionen den aktuellen Trends folgen, ein Meeresanstieg von 84 cm bis 2100 und sogar 5,4 Meter bis 2300 zu erwarten ist. Es hält aber auch ein Anstieg um mehr als 1 Meter bis 2100 durchaus für möglich, weshalb Risikoländer dazu angehalten werden, frühzeitig zu planen. Die Niederländer sind dabei natürlich ganz vorne mit dabei und es werden bereits jetzt entsprechende Szenarien durchgespielt und Vorkehrungen getroffen. So hat sich die jahrhundertelange Praxis der Landgewinnung mittlerweile gewendet und im Programm Room for the River der niederländischen Regierung werden nun immer mehr Gebiete ausgewählt, die dem Wasser wieder zurückgegeben werden und entsprechende Bewohner werden in höher gelegene Regionen umgesiedelt. So zum Beispiel Noordwaard, einst ein florierendes Landwirtschaftsgebiet im Südwesten der Niederlande, auf dem sich heute ein großes Sumpfgebiet befindet. Immer mehr Dörfer werden dabei aufgegeben, um die größeren Städte zu schützen. Zudem werden die Dämme immer weiter verstärkt, da einige der tiefsten Gebiete in den Niederlanden bis zu 10 Meter unter dem Meeresspiegel liegen und eine Überflutung so weit bis ins Landesinnere reichen würde. Besonders gefährdet ist dabei die Metropolregion der Randstadt, die Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Utrecht umfasst und im niedrig gelegenen Westen des Landes liegt. Die Verteidigung gegen das Meer verschlingt aber Unsummen an Geld, weshalb Experten bereits jetzt vorhersagen, dass es einen Punkt geben wird, an dem es finanziell einfach keinen Sinn mehr macht, das Land zu retten. Dieser Punkt scheint aktuell aber noch weit in der Zukunft zu liegen. Die niederländische Regierung spricht davon, dass die derzeitigen Verteidigungsanlagen bis 2050 ausreichend seien und an weiteren Verstärkungen gearbeitet wird, die das Land bis 2100 sichern sollen. Darüber hinaus ist die Lage aber zu ungewiss, um genaue Prognosen zu treffen. Sollte der Anstieg des Meeresspiegels aber wie aktuell weitergehen oder sich sogar beschleunigen, ist durchaus damit zu rechnen, dass ein Großteil der Niederlande aufgegeben werden muss. Und auch in den nächsten Jahrzehnten schon wird das Programm Room for the River wohl immer größer werden und immer größere Flächen werden zum Schutz der Städte, dem Meer
DDR wieder zurückgegeben werden. Wenn ihr euch weiter für niederländische Geschichte interessiert, kann ich euch sehr dieses Video empfehlen, in dem wir uns anschauen, warum Belgien einst zu den Niederlanden gehörte und wie es unabhängig von ihnen wurde. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao!